ist ja ganz schön beeindruckend hier. Ja, hier geht's jetzt runter zum Strand. Und ich habe keine Badehose dabei. Das ist aber ganz schlimm. Da bin ich aber gespannt, auf wie viele Etagen wir nachher kommen werden, wenn wir die Treppen wieder hochsteigen. Buchen gibt es auf Rügen auch. Aber solche habe ich noch nicht gesehen. Und da haben wir schon den ersten Kreidefelsen. Und auf der gegenüberliegenden Seite sieht es so aus. Was für ein Blick. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Otti und ich sind heute auf der Insel Möhn am Klint, dort wo die hohen Kreidefelsen stehen. Feuersteine ohne Ende. Die ganze Reihe hoch. Ja, hier sehen wir noch mal ein paar prachtvolle Stücke. Vielleicht ist dieser Ast versteinert. Ja, und da ist auch schon die nächste Treppe in Sicht. Die werden wir dann hochsteigen und dann ganz oben zurückgehen. Anhand der Feuersteine sind die Faltungen genau zu erkennen. Wie lange dieser Vorsprung wohl noch hält, irgendwann kracht er auch runter hier. Otti, ist das beeindruckend? Gigantisch? Absolute Highlight hier auf dem Meer. Und die Farbe, ne? Vom Kalkwasser. Ja, das Treppensteigen war schon heftig, aber SOS brauche ich noch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Wie viele Etagen hat er da angezeigt? Otti hat gerade gezählt, es waren 38 Etagen laut unserem Garmin-Tracker. Und einer kam uns entgegen, der sagte abwärts 520. Und da hattest du schon... 510 habe ich gezählt. 480 hat er gesagt und ich hatte 30 gezählt. Also sind wir so um die 510 Stufen. Ach, so war das. Ja, gut, okay. Jetzt müssen wir aber noch mal zu Fuß zum Geocenter. Ja. Auch Berg und Tal. Jetzt gehen wir doch noch mal ein paar Meter bergan.
weil wir diesen Ausblick genießen wollen. Schon rund 1000 Stufen hoch und runter. Jetzt müssen wir diese auch noch mal gehen. Und zur Abwechslung geht es mal wieder nach unten. Die Buchenwälder hier erinnern auch sehr stark an Rügen. Ja, schade. Leider gesperrt. Ab hier sind es noch etwa 350 Meter bis zum Geocenter. Und einen knappen Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Oben lang natürlich. Wollen wir mal Holger fragen, ob er hier Aktien dran hat, hier an dem Ausguck? Ja, vielleicht war er hier mal Sponsor. Und hier haben wir mal wieder ganz schroffen Blick nach unten. Das tolle Buchen, Wahnsinn. Sieht toll aus. Bewundernswert hier alles. Es hat doch was Gutes, wenn man früh aufsteht. Dann bekommt man wenigstens hier noch einen Stellplatz.